stumm. Tschüss. Ja, tschüss. Und warte, ich muss hier nur noch mal was testen. Geht's euch allen gut? Genau. Wenn ihr Fragen habt, dann individuell das Mikro an und wieder aus. Okay. Verstanden? Ja. Ja. Okay, jetzt habe ich wieder die Taste vergessen. Ach, hier unten. Nee. Hier, alle stumm schalten. Achtung. Den Teilnehmern gestatten, ihre selbst aufzuheben. Okay, ja, und los. So, jetzt seid ihr alle stumm. Schön ruhig jetzt, oder? Auch die Küche hat sich gefüllt. Die Mama ist auch wieder da. So, und lasst uns anfangen. Ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen. Tack, bumm. Und hier drauf drücken. So. Ja, wir wollen uns heute die nächsten 60 Minuten so ein bisschen mit Forensik beschäftigen. Also eigentlich wollen wir wissen, was ein Forensiker ist. So. Und eigentlich ganz einfach, das ist der, der die ganze Arbeit machen muss und alle anderen hamsen den Erfolg ein. So. Das heißt also, er soll so ein bisschen Beweise sichern und Zusammenhänge vorbereiten, so dass dann die Beamten, ja, also den Täter, was ein Täter ist, sage ich nachher auch nochmal so ein bisschen, damit die den Täter finden können und wie sie Spuren sichern und mit welchen Techniken sie das alles machen können. Das will ich euch zeigen. So, am Anfang, ja, also zeige ich euch, auch wenn ich jetzt klein bin im Bild, dieses Holzbrett. Ja, und man erkennt eigentlich auf diesem Holzbrett nichts. Ja, und die Aufgabe von solchem Forensiker ist eigentlich, mit irgendwelchen Werkzeugen, ja, nur so mal als Beispiel, ja, denn hier rinzufahren und dann zu gucken, eigentlich, ah, wenn ich das richtige Werkzeug habe, ja, dann erkenne ich was. Das ist sozusagen die Aufgabe von Forensikern. Ja, und was er immer dabei haben muss, ist eigentlich so ein kleinen Notizblock. Das ist ein Geschenk vom österreichischen Bundeskriminalamt. Und da kann man hier blättern und dann kann man Notizen machen, und alles Mögliche, was einem denn dazu einfällt. Ja, also darum soll es so ein bisschen gehen in der nächsten Zeit. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, weil das hier langsam alles so voll ist. Aber was heißt es eigentlich? Ja, also hier oben seht ihr so ein bisschen, das ist der nachher der Forensiker. So. Ja, also wer dieses Gebäude kennt, das ist also Plauen, das Polizeirevier. Ja, da geht jetzt irgendwie eine Anzeige rein. Ja, dann wird gesagt, oh, ist ganz wichtig. Ja, dann wird eine Staatsanwaltschaft dazu, also ein Staatsanwalt dazu gebeten. Ja, der sagt dann, ja, wir müssen ermitteln. Ja, und dann geht es los zu den Ermittlern, Polizisten. Die sagen, liebe Forensiker, helft uns, weil wir kommen hier nicht weiter. Ja, und am Ende sammelt das alles der Staatsanwalt zusammen. Ja, und dann geht es am Ende vor Gericht. Ja, also so kann man sich das vorstellen. Das heißt eigentlich, der Chef von allem, das ist immer der Staatsanwalt. Ja, also das Mitnehmen, ja, und alle anderen sozusagen, die arbeiten alle zusammen, ja, aber der alles weiß, das ist der coole Typ hier oben. Ja, also hier seht ihr so ein bisschen Blutspuren, ja, hier wird mikroskopiert, wahrscheinlich guckt sie sich gerade irgendwas ganz Kleines an, ja, und wir brauchen immer dafür hinreichend viele Werkzeuge. Bevor ich es nachher wieder vergesse, es gibt auch ein wunderschönes Buch eigentlich dazu. Das heißt, also Forensik im Deutschen, ja, also heißt eigentlich Kriminaltechnik. Ja, und in diesem Buch ist so alles Mögliche abgebildet. Da wird auch nochmal so ein kompletter Koffer gezeigt. Ja, also was macht man eigentlich? Und da führt man sich so, oder wird eben durch diese ganze Problematik so ein bisschen geführt. Ja, und dann seht ihr hier, auch nochmal so ein Riesenposter, das könnt ihr euch dann übers Bett nageln, ja, und sagen, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, also das wäre ein nettes Buch, da gibt es noch ganz viele andere, so gerade so für euer Alter, was man sich denn da irgendwie alles drunter vorstellen kann. So, ja, also wo kommt denn eigentlich dieser Begriff Forensik her? Ja, und wenn wir so ein bisschen ins Lateinische gucken, dann fällt uns ein Begriff auf, nämlich Forum. Ja, also das sehen wir hier unten, das ist das Forum Romanum. Ja, und die Leute haben sich dann immer, so wie heute, ja, nur dass wir das sozusagen online machen, haben die sich am Wochenende getroffen und dann hat man zugeguckt, wie jemand verurteilt wurde. Ja, entweder hat er mit dem Stock oder Haue gekriegt oder noch viel schlimmer, zack, den Kopf ab. So, ja, das heißt also, in Forensik steht eigentlich dieser Begriff Marktplatz mit drin. Ja, weil also früher, ja, also zu diesen Zeiten wurde alles auf diesem Marktplatz ausgetragen. Ja, da wurde also
hat jemand gesagt, er ist schuldig, dann wurde er verurteilt, dann davor vielleicht sogar nochmal irgendwie angehört und am Ende gab es dann wirklich das Urteil, das wurde dann verkündet, ja, also ist zum Tode zu verurteilen, zack, bumm, ja, und dann wurde die Strafe gleich, ja, also auf diesen Marktplätzen dann nachher auch ausgeführt. Ja, also daher reden wir manchmal von dem Begriff Forensik. Eigentlich heißt es, wenn man das alles nimmt, sind es Kriminalwissenschaften. Da gehört dann nachher auch die Justiz, also der Richter, der Staatsanwalt, ja, die Strafverteidigung und sowas alles mit dazu. Ja, und jetzt ist es einfach so, dass wir das nicht mehr auf dem Marktplatz machen, ja, sondern wir machen das in der heutigen Zeit alles, wenn es zu einer Anklage, heißt es dann, kommt, ja, dann machen wir alles vor Gericht. Und dann hat auch derjenige noch einen Beistand. Ja, das ist dann die Strafverteidigung, die sagt, nein, so einfach geht es nicht. Mein Mandant ist hier unschuldig. Ja, und dann werden auch immer wieder Forensiker vors Gericht geladen. Die müssen dann nochmal erklären, ja, um was es eigentlich wirklich so alles geht. Ja, und Forensik ist ganz, ganz viel eigentlich. Ja, also das, wir werden es nochmal sehen, was alles zugehört. Ja, also eigentlich sind es ganz viele unterschiedliche Wissenschaftler, die dann gemeinsam an so einem Fall arbeiten. Ja, und dann die unterschiedlichen Spuren, ja, also zusammensuchen, auswerten und dann nachher irgendwie, ich sag mal jetzt, vortragen, präsentieren, so wie ihr in der Schule eben auch so kleine Kurzvorträge habt. Ja, dann muss er das sagen und sagen am Ende, ich bin mir sicher, ja, dass sich dabei um diese Person handelt, ja, oder dass es diese Person eben nicht gewesen sein kann. So, und das gehört irgendwie alles mit dazu. Ja, also forensische Traumatologie, ich will auch nicht alles vorlesen. Ja, also gab es körperliche Verletzungen. Ja, also der eine oder andere hat ja versehentlich, glaube ich, ne, muss ich ja auch sagen, versehentlich schon mal jemanden geschubst, der dann irgendwie so ein Hämatom, also so einen blauen Fleck hatte. Ja, denn Entomologie, das ist also alles, was sich so mit Insekten irgendwie beschäftigt. Ich zeige euch am Ende nochmal, dass man eigentlich auch, wenn wir Zeit haben, mit Insekten alles machen kann. Ja, und so, denn Toxikologie, also wenn jemand vergiftet wurde. Ja, der Fachbegriff für Blut und Sekrete heißt dann Serologie. Wir gucken uns heute mal so ein paar Blutspuren an. Ja, also Ballistik ist das, wenn irgendwie eine Pistole oder ein Geschoss eingesetzt wurde. Und wir gucken uns heute vor allen Dingen auch mal ein bisschen die Daktyloskopie an. Ja, und da könnt ihr schon mal sozusagen eure eigene Hand so angucken. Und wir haben auf der Handinnenfläche, ja, haben wir keine Haare. Selbst der Papa nicht, könnt ihr nachgucken. Ja, der sonst überall behaart sein könnte, hat selbst da. Ja, also keine Haare. Wir haben nur sozusagen auf den Außen- oder in den Oberseiten, ja, unsere Hände haben wir überall kleine Härchen, ja, aber auf denen nicht. Ja, und das hat einen großen Vorteil nachher auch für die Forensik oder für die Kriminalistik. Ist egal, was ihr dazu sagen wollt. Dann gibt es die Linguistik, die beschäftigt sich mit Sprache. Ja, ist egal, ob geschrieben, ja, oder irgendwie anders verfasst. Dann gibt es sozusagen die Stimme. Ja, ihr könnt heute Abend mal ausprobieren, eigentlich Augen zu und dann lasst ihr sozusagen mal irgendjemanden reden und dann werdet ihr an der Stimme erkennen und sagen, ah, das ist doch die Mutti, ja, oder die große Schwester. Das heißt, wir können auch Stimmen irgendwie erkennen. Ja, also die Osteologie, das ist das, was sich alles so mit dem Skelett des Menschen irgendwie beschäftigt. Und dann gibt es noch die Experten, die sich mit dem Zahnstand beschäftigen. Also wenn irgendjemand jemanden gebissen hat oder irgendwo ein Abdruck von Zähnen irgendwie da ist, ja, dann kann man das machen. Also ihr könnt euch mal selber beißen, jetzt nicht den kleinen Bruder oder die kleine Schwester, ja, oder dann werdet ihr sehen, dass ihr dann wirklich einen kurzzeitigen Abdruck habt und den können wir dann auswerten. So. Ja, und das Wichtige ist eigentlich, wenn wir sagen, bei diesen ganzen Verbrechen, es geht also immer irgendwie um Menschen. Ja, es ist also egal, ob ein Fahrrad geklaut wurde, ja, oder jemand gehauen wurde, verprügelt oder was auch immer. Ja, es geht also irgendwie immer um den Menschen. Und wenn ihr euch jetzt gegenseitig, wir haben es am Anfang gesehen, ja, also die ganzen Kameras mal nehmen, dann habt ihr festgestellt, wir sehen alle unterschiedlich aus. Ja, obwohl wir alles irgendwie Menschen sind, ja, der eine ist größer, der andere ist kleiner, der andere ist ein bisschen dicker, der andere ist ein bisschen dünner. Ja, also gibt es Mädchen, Jungen, dann gibt es Ältere, dann gibt es Jüngere. Ja, dann gibt es also welche mit unterschiedlicher Hautfarbe, ja, mit unterschiedlicher Augenfarbe.
Und jeder von uns hat auch sozusagen ganz spezifische Gliedmaßen. Ja, der eine hat längere Arme, der andere hat längere Beine, ja, oder was auch immer. Und das brauchen wir eigentlich, um zu sagen, das war der. Ja, also wir müssen immer am Ende in der Forensik, ja, also muss gesucht werden, dass also immer eine Person, ja, also dafür verantwortlich, also irgendein Mensch. Das heißt, wir müssen uns den Menschen angucken und sagen, ah, worin unterscheiden die sich dann? Ja, also ist es der Schuh, ist es der Fuß? Ja, der eine hat sozusagen Schuhgröße 32, der nächste hat 36, ja, oder 39. Ja, solche Sachen. Das heißt also, wenn wir da einen Schuhabdruck oder einen Fußabdruck finden, ja, dann müssen wir fragen, zu wem gehört dieser Schuhabdruck? Ja, das Gleiche, ja, also mit dem Handabdruck. Ja, und jetzt ist nur die Frage, wenn wir solche Tatorte sehen, ja, also was können wir daraus lernen? Und dann gibt es eigentlich den Mann für mich, der, glaube ich, der Urvater der richtigen Forensik ist. Das ist also ein französischer Arzt, ja, also der hat Medizin studiert in Lyon. Das ist Edmond Locard, den seht ihr hier auf diesem rechten Bild. Ja, und der hat was ganz Einfaches gesagt. Und das gilt für alles eigentlich, was wir im Leben machen. Er hat gesagt, jeder und alles an einem Tatort, das gilt jetzt nicht nur für einen Tatort, könnt ihr selber ausprobieren, wenn ihr irgendwo reingeht. Ja, also ihr kennt das, wenn die Mutti hinterher brüllt, immer so, zieh die Schuhe aus, du machst alles dreckig. Das ist damit gemeint, ja, also, dass ihr etwas an einem Ort hinterlasst. Ja, ob es jetzt durch Schuhe, durch die Finger, dass ihr irgendwo gegengeschlagen habt. Ja, es wird also irgendwas hinterlassen wir. Ja, und wenn wir da rausgehen, nehmen wir irgendetwas mit. Ja, also stellt euch so eine Wiese vor. Ja, also am Ende, wenn ihr über diese Wiese gelaufen seid, ja, habt ihr also überall so kleine Grashalme, ja, oder was auch immer, oder Erde an den Schuhen zu kleben. Also überall, wo wir hingehen, hinterlassen wir etwas und wir nehmen etwas mit. So, und wenn wir dennoch wüssten, wer das war, ja, dann können wir sagen, sie waren oder du warst zu der Zeit an diesem Ort und du bist dafür verantwortlich, dass sich dieses Verbrechen, ja, also irgendwie, dass dieses Verbrechen stattgefunden hat. Ja, und das geht zurück, wir nennen es dann nachher immer das Lukasche Prinzip. Ja, also danach richtet sich eigentlich alles, was wir so in der Forensik machen. Ja, und jetzt brauchen wir nur überlegen eigentlich, wie suchen wir Spuren? Ja, und die helfen uns, den Täter zu finden. Und wenn wir uns das Opfer genau angucken, dann sollte der Täter, hinterlässt ja auch irgendetwas an dem Opfer. Ja, also wenn ihr mit farbigen oder mit dreckigen Händen sozusagen eure Geschwister berührt, also weißes T-Shirt, ja, obendrauf, dann seht ihr, dass da eigentlich dann nachher auch irgendwie eine Hand drauf ist oder irgendetwas. Ja, also das heißt also, man muss sich das alles irgendwie angucken. Ja, und jetzt ist immer die große Frage, was muss ich mir angucken? Ja, und das ist so die große und auch, glaube ich, die schwere Aufgabe. Ja, also ihr kommt jetzt an einen Ort, also da gab es eine Anzeige, dann fahren die Polizisten, Ermittler und zum Teil auch die Forensiker dahin und gucken sich jetzt diesen Ort an. Ja, das ist jetzt ein ganz einfaches Bild. Ja, aber wenn ihr so durchguckt, dann sehen wir hier irgendwie ein kaputtes Fenster. Ja, hier sehen wir möglicherweise einen Fußabdruck. Seht ihr die Maus eigentlich? Kann mal jemand nicken? Seht ihr die Maus? Ja, Ella hat mitgeholfen. Danke, Ella. Und dann sehen wir hier einen Fußabdruck. Dann sehen wir hier irgendwie, hier liegt eine Brille. Ja, so. Dann sehen wir hier irgendwie, hängt was aus dieser Schublade raus. Ja, also hier ist irgendwie ein Glas umgefallen. Ja, sehen wir hier sehen wir irgendwie einen Handabdruck. Ja, und dieses Bild hängt schief. Ja, und wo kommt das jetzt her? Keine Ahnung. Malt jemand mit euch? Nein. Ja, also das können wir sozusagen dann nachher auch mitsehen. Ich muss das jetzt nur hier irgendwie ganz kurz mal wieder wegkriegen. Warum auch immer, die ist da drauf. Jetzt ist wieder weg. Also irgendeiner malt mit. Ja, und dann, ihr könnt diese Bilder nachher am Ende dann auch nochmal vergleichen. Ja, es sind also 9 oder 10 Unterschiede zwischen diesem. So sah der Ort früher aus. Ja, und jetzt geht der Polizist, der Ermittler mit dem Forensiker dahin. Also hier seht ihr sozusagen diesen 10. Ja, also geht dahin und sucht jetzt oder beantwortet sich die Frage, was ist wirklich eine Spur? Ja, und dann nimmt er sein ganz schlaues Notizbuch, ja, also schlägt es hier um und dann schreibt er sozusagen alles auf. Und dann schreibt er hin, ja, also Fenster ist kaputt möglicherweise, ja, die Tür ist geöffnet worden, ich finde einen
Handabdruck an der Wand? Ja, und was sagt mir das alles? Und kann ich daraus und dann kann ich daraus die, den Ablauf, ja, also was ist wirklich passiert, den muss er daraus sozusagen sich überlegen, ja, und sagen, okay, die haben vielleicht gegenüber gesessen, ja, und dann ist irgendetwas passiert, dann ist ein Glas umgefallen, ja, ist derjenige durch die Tür gekommen oder wo ist derjenige hin, der die Brille hat, wem gehört eigentlich diese Brille, dem, der da wohnt oder einer anderen Person, ja, und zu wem gehört dieser Handabdruck, ja, und dann kann er nachher am Ende sagen, also die beiden haben gegenüber gesessen, dann ging die Tür auf, ja, der wurde mitgenommen, ja, und hier ist irgendwie das Glas umgefallen, ja, also das ist so die große Schwierigkeit eigentlich, die alle haben. Ja, und jetzt muss er an diesen Tatort gehen, ja, und alles Mögliche denn auch mitnehmen. Ja, ich mache mal mit aus, ihr müsstet mich dann wahrscheinlich jetzt groß sehen, ja, Sprecheransicht, Karl nicht, sondern meins, jetzt. Ja, also zeig euch mal das ein oder andere. Das heißt also, wenn ihr jetzt, ich stelle mal bloß die Kamera runter, keine Angst kriegen, ja, das ist also Gips, ja, Gips könnt ihr kaufen. Ja, das könnt ihr nachher alles auch selber machen. Ja, also am besten diesen Modellierer-Gips. Ja, also in dem Bastelladen oder so. Also nicht das grobe Zeug, was der Vati immer in der Garage rumzuliegen hat. Ne, das nicht, sondern kleines bisschen feines Zeug. Ja, und hier ist jetzt sozusagen so ein Finger, so eine ganze Hand drin. Ja, und wenn wir uns die angucken, ja, dann kann man sozusagen jemanden suchen und sagen, ist es deine Hand? Ja, ich klicke mal meine Hand jetzt da rein. In diesen Teller, ja, und jetzt seht ihr ganz deutlich, nein, ich war es nicht. Ja, ist also eine viel, viel kleinere Hand. Also ist jetzt nur noch die große Aufgabe, ja, also finde denjenigen, ja, zu dem diese Hand gehört. Ja, und dann muss am Ende, muss der Ermittler und der Forensiker sagen, nein, ja, das ist nicht meine Hand. Ja, also ihr seht es hier, also die Finger passen nicht hin. Das habe ich erst gestern Abend gemacht, deswegen ist es noch ein bisschen feucht. Ja, also ich kriege auch die Finger nicht so richtig danach abgebildet, auch diesen Handballen nicht. Ja, also Handballen ist das, was hier unten sozusagen an diesem, an dieser Hand, der nachher auch dran ist. So, das wäre sozusagen jetzt also ein Handabdruck. Ja, dann haben wir aber auch schon mal gesehen eigentlich, dass es da irgendwie einen Fußabdruck gibt. Ja, ich muss jetzt sozusagen mal hier hingehen. Ich lege euch jetzt mal hier dieses Bild auf. Ja, und jetzt wurde dieser Abdruck wurde jetzt da gefunden. Ja, und dann gibt es sozusagen so eine Experten, die sind eigentlich, heißt es Trassologie, ja, die beschäftigen sich nur mit solchen Spuren, ja, das seht ihr hier, ja, und dann sagen die, okay, das ist also, ja, wenn man jetzt hier das weiterzeichnet, ich nehme mal jetzt einen Bleistift, ja, also ist jetzt nicht ein perfekter Abdruck, ja, dann kann man jetzt hier sozusagen das hier zu Ende zeichnen, ja, und sagen, okay, das ist also ein Schuh der Größe 36, ja, so. Ja, und jetzt gucken Sie sich das Muster an. Jetzt seht ihr hier ganz viele, so diese kleinen Quader und so etwas. Hier unten fehlt irgendwas. Kann sein, dass es sozusagen abgelaufen ist. Wenn ihr eure Schuhe anguckt, dann seht ihr auch, dass sie immer irgendwo abgelaufen sind. Ja, dann gibt es welche, die haben leichte Fehlstellungen. Also die laufen dann mal innen ab, mal außen, mal hinten. Ja, und dann kann er sagen, ah, okay, dieser Schuh, ja, gehört jetzt irgendwie zu einer beliebigen Person. Und jetzt gehen die nach Hause zu dieser Person und finden jetzt diesen Schuh. Ja, und dann gucken die, sagen, ja, das ist die gleiche Größe. Ja, hier seht ihr die 36 stehen. Ja, hat also genau dieses Muster und ist ganz leicht hier unten. Wartet mal, ich gehe jetzt mal hier hin. Ja, also hier, ja, also ganz leicht abgetragen. Ja, also und das passt dann sozusagen zu dieser Spur. Ja, das mit der Hand war ein Eindruck. Ja, und das ist einfach nur ein Abdruck. Ja, das unterscheiden die so und dann sieht man das. Und dann kann man sagen, okay, also müssen wir jetzt nur noch, ja, also beweisen, ja, dass also dieser Schuh an diesem Ort war und dieser Person gehört, der die Schuhgröße 36 trägt. Ja, so, ich muss nachher diesen Schuh, die ganze Küche, ich habe die halbe Küche mit ins Arbeitszimmer geschleppt und diesen Schuh muss ich nachher wieder sauber machen, weil das nicht meiner ist. Ne? So, also weg, haben wir uns jetzt mal um diesen Schuhabdruck gekümmert. Ja, so, ich mache mal wieder groß und dann kommen wir wieder sozusagen dahin. Muss ich ganz wieder auf Escape drücken, das dauert immer ein bisschen. Ja, also Bildschirm freigeben, bum, bum, bum und teilen, weil man kann hier sozusagen nicht hinterher spielen. So. Ja, und jetzt hat sich das hier irgendwie alles bewegt. So. Das ist ein richtiger Handabdruck. Ja, und das meinte ich vorhin, also
guckt mal wirklich, ihr könnt auch eine Lupe, wenn ihr eine da habt, ja, also mal mit so einer Lupe raufgucken, dann seht ihr, wir haben so eine Rillen. Ja, also Täler und Berge und sowas alles, aber nur innen drinne. Obendrauf haben wir das nicht. Obendrauf haben wir sozusagen da immer, wo unsere kleinen Härchen drinne stecken, da haben wir so eine Poren. Ja, aber auf der Unterseite, ja, also dessen, ja, da haben wir sozusagen so eine ganz spezifische Haut. Und diese spezifische Haut, die seht ihr jetzt hier. Ja, und wir gucken uns jetzt mal ganz genau eigentlich, dass, wenn ihr gute Augen habt, also nicht mal so wie ich oder eure Großeltern, wenn ihr darauf guckt, ja, dann seht ihr Papillarleisten heißt das. Ja, ist also die sogenannte Leistenhaut. Und wir haben diese Leisten an den Seiteninnenflächen und auch an den Füßen. Ja, also ein Abdruck eines Zehs, ja, sieht genauso eigentlich aus wie der Abdruck eines Fingers. Ja, das muss man nur wissen, ja, also wenn jemand da rumläuft, aber wir haben das große Glück, ja, dass also ein Fuß, ja, sieht also anders aus als eine Hand. So, ja, und jetzt könnte man die auch vermessen und sagen, okay, ja, also gehst einfach mit dem Lineal oben drauf und sagst, okay, das ist also eine große Hand, eine kleine Hand und finde ich dem diese Hand gehört. Ja, also das ist nur Leiste, ja, also das nennen wir Leistenhaut und da haben wir keine Haare drauf. Ja, und deswegen sind die also auch so super für die Forensik geeignet. So, und jetzt fragen wir uns eigentlich, wenn wir jetzt diesen Fingerabdruck, ja, also wir nennen es die Fingerbeere hier oben, dieses Fingerendglied, ja, uns genau angucken, ja, und dann werdet ihr nachher feststellen, ja, dass wir auf jedem Finger ein anderes Muster haben. Ja, komisch. Ja, also, aber nicht schlimm, das kann uns nur helfen. Aber auch mir jetzt. Ihr müsst wieder auf Stumm schalten drücken. Ja, so. Und jetzt haben ganz viele, also Henry und ganz viele Wissenschaftler haben jetzt gesagt, okay, also diese Fingerkuppen, ja, dieses fleischige oder die Oberfläche dieser Finger, die wir da drin haben, da finden wir jetzt diese feinen Linien. Ja, also wir nehmen jetzt beide, also nicht wir beide, sondern wir nehmen nachher alle zusammen nochmal so einen Fingerabdruck auf. Ja, und die krümmen sich irgendwie. Ja, also wenn ihr genau hinguckt, ja, dann krümmen die sich, wenn ihr schon unterwegs spielen wollt, einfach einen Bleistift nehmen. Ja, also, und dann seht ihr schon, ja, wenn ihr es mal abdrückt, dass ihr diese Leisten nachher auch erkennt. Ja, dann sind es so eine Linien. So. Ja, und die wölben sich, bilden Kreise oder was auch immer. Ja, und die setzen sich sozusagen also aus Tälern. Ja, sonst können wir die nicht abbilden. Immer so Tälern, Hügel, Täler, Hügel. Und das sind unsere sogenannten Papillarleisten. Ja. Ja, also dadurch eben geschicktes Arbeiten mit den Händen möglich. Ja, wir brauchen das auch biologisch. Deswegen können wir glatte Gegenstände, ach Gott, jetzt habe ich das Glas genommen, ist egal, also glatte Gegenstände anfassen. Ihr kennt es auch vielleicht, also wenn ihr eine Mathearbeit schreibt, dann seid ihr aufgeregt und dann habt ihr immer das Gefühl, ihr habt so schwitzige Hände. Ja, also bei dem einen ist es vielleicht Deutsch und bei dem anderen Mathe und so. Und das, diese ganz leichte Flüssigkeit brauchen wir, deswegen können wir so super greifen. Ja, also das ist auch, die Hand ist eigentlich unser besten Werkzeuge, die wir eigentlich dann nachher auch haben. So, und hier mal ein Bild, bevor ich euch dann wirklich das zeige, wie man Fingerabdrücke abnehmen kann. Das sind jetzt von Zehen, also Zähnen und von den Fingern. Ja, und wir können das nicht unterscheiden. Ja, ihr seht also überall, ja, sind die gleichen Linien zu sehen. Ja, also ihr könnt auch, wenn ihr so ein Stempelkissen habt, ja, also dann kann man das auch stempeln. Meins ist gestern weggekommen, ich muss mir noch schnell ein neues besorgen und so. Ja, also wenn ihr so ein Stempelkissen habt, ja, also und ein weißes Blatt, ja, dann könnt ihr das auch machen. Das mit dem Schuh könnt ihr auch machen. Ja, also wenn ihr reinkommt von draußen, ja, dann könnt ihr sozusagen einfach mal ein weißes Blatt nehmen und dann euren Schuh abdrücken und dann von allen, die in dieser Familie zu Hause sind und dann habt ihr das. Warum geht das hier nicht auf? Kann mir jemand das sagen? Das geht hier nicht auf. Mein Stempelkissen. Mache ich nachher noch mal ein bisschen rumspielen jetzt. Ja, also es gibt diese wunderbaren Stempelkissen. Ich nehme jetzt nur meinen kleinen Finger. Ja, also hier so rüberrollen und wenn ihr das auf dem weißen Papier macht, ja, dann seht ihr also wunderbar eigentlich diese Papillarlinien oder Leisten. Ja, so sieht er nachher am Ende dieser kleine Finger aus. Ich zeige euch das nachher nochmal, wie das ist. So. Ja, das heißt also, das haben wir. Ja, und jetzt haben die Leute sich gefragt eigentlich, was man da sieht. So, und wenn wir diese 10 Finger nehmen würden, dann haben wir an jedem Finger haben wir andere Muster. Ja, also an dem einen haben wir
weiß ich, so ein Wirbel, ja, das ist hier mal dargestellt hier. Ja, also der sieht dann wirklich aus wie so ein Wirbelwind. Ja, andere haben Bögen, ja, da gibt es also auch Unterschiede und so, aber ihr seht es hier wie so ein Bogen einfach. Ja, und das sind diese Schleifen, ja, also die sind sich so hier, ja, also nicht wie ein Wirbel geschlossen sind, sondern diese Schleifenmuster. So, und 60% aller Finger, ja, haben Schleifen, 35%, ja, haben Wirbel und 5% sind Bögen. Ja, also ganz leicht, also ganz einfach zu merken, wenn ihr 100 Leute habt, ja, dann werdet ihr bei 60 dieser Leute werdet ihr Schleifen finden und nur bei 5 diese Bögen. Ja, so. Das heißt also, dass irgendwie irgendwas muss ja da ganz Individuelles drin stecken. Ja, sonst würde das ja nicht so wichtig sein. So, und dann kann man noch weiter reingucken. Ja, mit so einer, also wenn ich jetzt hier raufgucken würde, ja, dann sehe ich irgendwie, ich habe noch so eine Besonderheit. Ja, ich zeige euch das nachher nochmal bei dem hier unten. Ja, und hier sind welche, das ist so eine Unterbrechung. Da geht die Linie einfach nicht weiter. Das ist purer Zufall. Ja, und ihr werdet nachher später im Biologieunterricht oder in Sachkunde oder irgend sowas, immer wenn die Natur etwas braucht, aber wo es egal ist, wie es aussieht, ja, dann sagt die Natur, ich mache es zufällig. Und deswegen hat jeder von uns diese zufälligen, ja, also Abdrücke, ja, also diese zufällige, das zufällige Muster, das zufällige Aussehen, ja, also auf unseren Fingerkuppen der Name drin. Ja, hier ist eine Gabelung, seht ihr, wird aus einem, ja, wären zwei, hier auch so. Ja, hier ist ein sogenanntes Auge, das nennen wir Insel, ja, also wo es so durchgeht gerade und oben drauf gebaut ist. Ja, und wir haben ganz viele Unterbrechungen. So, und jeder von uns, ja, hat das also ganz spezifisch. Ja, und dann hat man lange darüber nachgedacht, also ist es wirklich so? Und ich habe euch mal hier ein Bild mitgebracht, das sind männliche Drillinge, ja, also drei Jungs, ja, also aus einer Mutti gekommen. Wie das geht, fragte die Mutti nachher im Anschluss, ja. Und so, den Vati könnt ihr mit dazusetzen, da kann das auch erklären, ja. So, und ihr seht, diese drei, ja, haben also, der hat einen Wirbel, ja, der hat eine Schleife, ja, und der hat einen, ja, eher einen Bogen, ja, also was hier drin ist. Das heißt, sie haben unterschiedliche Finger. Das heißt, auch wenn ihr sie so nicht unterscheiden könnt, ja, also haben sie aber unterschiedliche Finger. Das heißt also, wenn die irgendwo einen Fingerabdruck hinterlassen, kannst du sagen, nee, du warst das, Heinzi, und nicht du, Julius. Ja, also das merken, ja, das heißt, die sind wirklich einzigartig, unsere Finger, ja, die wir da drinnen haben. Ja, es wurden bis jetzt noch keine zwei Menschen auf dieser Welt gefunden, die gleichen Fingerabdrücke haben. Ja, also das merken wir uns einfach und dann können wir also allen Leuten ja das zu, nachher zusortieren und sagen, du musst das gewesen sein und kein anderer. Ja, und nur so funktioniert es. Das heißt also eine super Spur, ja, also eigentlich mit Namen, ja, also Heinzi, Julius und kann ich nicht lesen. Ja, also was da sozusagen mit drin ist. So, ja, das Gleiche ist so, das ist jetzt mal ein Mensch, wurde bei der Geburt, ja, also der ist 1904 geboren und 1936 verstorben, ja, und ihr seht, der hat sich nicht verändert, dieser Finger. Ja, also so wie ihr euren Namen, also nicht immer, aber so wie ihr euren Namen behaltet, ja, also behält man dann auch genau diesen Fingerabdruck, ja, also der da mit drin ist, ja. So, und ich zeige euch mal jetzt, wie man die sozusagen aufnehmen kann. Ich bereite das mal jetzt hier sozusagen so vor. Ja, und zeige euch das und nachher noch einen Tipp, wie ihr es sozusagen selber machen könnt. Ja, also das Schöne ist, wenn ihr nachher selber Finger... Nicht. Was? Wir sehen nicht, also wir sehen nicht mehr dich. Mich? Jetzt nicht? Jetzt den Tisch? Nee. Christine, siehst du mich? Einige sehen und einige nicht. Einfach die Kamera, also eure nochmal, ach Quatsch, Kamera nicht an und aus. Weiß ich jetzt auch nicht. Alle anderen sehen. Okay. Und so. Guck mal, ob ihr euren, ob die Übertragung noch irgendwie, seht ihr euch selber? Ja. Okay, dann geht mal jetzt sozusagen oben bei denen auf mich. Also wenn ihr mich da drinnen seht, dann einfach auf mich klicken. Ich sehe mal jetzt nicht mehr. Oben rechts auf Sprecheransicht. Ganz oben. Genau, oben rechts Sprecheransicht hier oben. Ja, und so. Und da kommt der dann sozusagen, also die schönen Hände, das sind meine. Ja, und so. So. Ja, ich schalte euch mal wieder stumm alle.
Gut, haben wir. So, ja, also wenn ihr so ganz glatte Gegenstände habt, ja, sowas wie ein Glas oder so, dann könnt ihr nachher den Trick machen, fahrt euch über die Stirn, ja, oder ihr findet jemanden mit fettigen Haaren, könnt ihr auch durch die fettigen Haare fahren. So, und dann macht ihr sozusagen diesen da drauf. Ja, so. Okay, und wenn ihr genau hinguckt, ja, also ich glaube, ihr seht es auch schon, wartet mal, mal ins richtige Licht halten, da ist er, ja. Und so, denn, also wenn man so ein bisschen, warte, ich drehe euch das mal so rein, jetzt müsstet ihr ihn sehen. Wer ihn nicht sieht, ist auch nicht schlimm, ich sehe ihn auch gerade nicht in der Kamera. Und so, warte, wir machen mal ein bisschen schräges Licht, aber das reflektiert zu doll, dass wir den nicht sehen. Ja, das heißt also, wenn ihr so raufguckt, dann geht es. Ja, und jetzt könnt ihr euch überlegen, was ihr macht. Ich habe das heute schon mal vorbereitet. Ihr nehmt einfach die Nagelfeile der großen Schwester oder der Mutti, kurz bevor sie irgendwo hin will. Ja, und tragt entweder mit so einem Puschel, ja, da könnt ihr so einen Wattebausch nehmen, ja, oder mit ganz vorsichtig mit so einem kleinen Pinsel, ja, tragt ihr das jetzt sozusagen auf, aber wirklich ganz vorsichtig. Ja, also ich zeige euch nachher nochmal, wie wir dieses schwarze Pulver produzieren. Hier ist er. Ich muss nachher sauber machen, ey. So, und jetzt seht ihr ihn aber. Ja. So, das heißt, wir haben ihn jetzt sichtbar gemacht. So, jetzt müssen wir den aber auch irgendwo mit hinnehmen. Ja, Achtung, muss mich ganz schnell beeilen, damit wir das haben. Und dann könnt ihr entweder Klebeband nehmen, was vorhin hier noch war. Also so ein ganz normales Tesa. Oder ich habe hier mal sozusagen etwas vorbereitet, wenn ich das jetzt mit meinen Fingern. Also das stellt euch vor, ist jetzt Klebeband. Ja, und dann klebt ihr einfach hier oben drüber. Ja, so, bisschen anheften. Jetzt war ich so aufgeregt, dass ich das auch noch falsch gemacht habe. Nicht falsch, sondern so. Dann habt ihr den hier so drauf. Dann müsst ihr ihn wieder abziehen, abziehen. Und so. Also da müsst ihr ein bisschen rumfrickeln. Ja, und dann nehmt ihr den hier ab. Ja, und jetzt habt ihr ihn sozusagen gesichert. Ja, und könnt ihn irgendwo mit hinkleben. So, das könnt ihr heute Abend machen, dann könnt ihr von jedem, ja, also mit diesem, ja, Achtung, ich mach mal, ich kriege das immer nicht auf, ja, und so, ich brauche eine Assistentin, kann mal jemand kommen? Ich habe es doch vorhin aufgehabt, Hilfe! Und so, ja, also dann nehmt ihr das, das kann doch nicht so schwer sein, oder was? Ihr seht, ich schmink mich nicht, deswegen habe ich keinen Schminkkasten. Ich bin von Natur aus schön. So, ja, dann macht ihr das Gleiche. Das war dieser Finger. Sauber, sauber, sauber. Schön oben. Ja, dann sozusagen da drauf. Ja, und dann könnt ihr den hier einfach sozusagen ablegen. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, ja, zu sagen, aha, ja, der ist es. Ja, ihr seht das jetzt nicht so richtig schön, aber vielleicht, nee, die Kamera kann ich jetzt nicht so weit ziehen. Ja, und dann könnt ihr heute Abend sozusagen denjenigen suchen, ja, der also einen Fingerabdruck irgendwie hinterlassen hat. Ja, so, dann sehen zwar die Finger so aus. Ja, wenn Fatih morgen Abend nach Hause kommt und seine ganzen 10 Finger sehen so aus, dann wisst ihr, er hat irgendetwas getan und war bei der Polizei. So sehen dann nachher die Gläser nachher am Ende aus. Und so, ich hatte auch irgendwo was zum sauber machen, aber vergessen wo, damit ich jetzt nicht ganz so schwarz rumlaufe. So, okay, verstanden. Ja, also da gibt es ganz viele Sachen, ja, also die man dann nachher auch selber machen kann. Ja, ihr könnt euch so eine Karteikarten selber basteln. Ich zeige euch mal eine, ja, also die hier drin ist. Ja, dann könnt ihr sozusagen von allen das mal von der Familie selber machen. Name, ja, also strafverdächtiger Vater. Ja, strafverdächtige Mutter, ja, liebevolle Schwester oder was auch immer. Und dann könnt ihr die sozusagen aufnehmen, am besten mit so einem Stempelkissen. Ja, und dann könnt ihr sozusagen durch die Wohnung laufen und an den verschiedensten Orten das sozusagen mitnehmen. Dieses Pulver, ja, wie gesagt, könnt ihr selber machen. Ihr besorgt euch einfach eine Nagelfeile, ja, und nehmt einen Bleistift, ja, und dann reibt ihr einfach drauf. Also ich zeige euch das jetzt mal. Reibt ihr hier drauf und dann seht ihr, ja, das denn hier diese, so, und dann sammelt ihr einfach dieses Zeug mit ein und das funktioniert dann genauso und ihr müsst nichts kaufen.
Ja, nehmt am besten wirklich die Nagelfeile der großen Schwester, dann könnt ihr sie ärgern. Oder Mutti, wenn sie irgendwo hin will. Ja, und dann steht sie nämlich da und muss was anderes machen. Aber das war nur ein Tipp, nicht, dass ihr mich sozusagen verpetzt. Ja, und das, was ich mit diesem Wattebausch gemacht habe, könnt ihr auch so einen kleinen Pinsel nehmen. Ja, und dann funktioniert das eigentlich auch sehr schön. So, ich schalte jetzt wieder um. Achtung, nicht erschrecken. Bildschirm teilen, teilen, teilen. Und jetzt seht ihr sozusagen wieder das Teil hier. Ja, und wie gesagt, das könnt ihr alles selber machen. Ja, also ihr nehmt so eine Nagelfeile. Ja, also macht euch dann sozusagen so eine kleine Dose. Ja, da könnt ihr auch das teure Schminkzeug eurer Schwester, eurer Mutti nehmen. Ja, das Zeug rausmachen und dann habt ihr so eine schönen kleinen Dosen. Ja, dann Stempelkissen habt ihr auch irgendwie da. Und dann könnt ihr durch die Wohnung laufen, Türklinken, Besteck macht sich gut, Schranktüren, ja, machen sich gut. Und dann könnt ihr fragen eigentlich, wer hat diesen Schrank geöffnet? Ja, oder ihr macht das selber bei euch im Zimmer und sagt, wer war als letztes in meinem Zimmer? Und ich möchte Strafanzeige wegen Diebstahl, ja, also stellen, ja, weil einfach meine Gummibären weg sind oder irgendwas auch immer. Ja, und ich habe euch auch gezeigt, dass man die dann nachher wirklich also konservieren kann, also einmal auf diesen Kärtchen, ja, beziehungsweise auf diesem, was ich euch gezeigt habe. Was sich auch gut macht, wenn ihr so eine kleine Plastefolien habt, ja, also die schön sauber machen, die sind schon ganz leicht zerkratzt und dann könnt ihr sozusagen darauf euch auch alles Mögliche dann nachher auch angucken. Ja, das ist dieses Tesaband und dann könnt ihr es sozusagen sichern. Ja, also hier runter mit einem kleinen Pinsel und dann klappt es auch. Ja, also ihr findet alles zu Hause, ja, also um diese Fingerabdrücke nochmal. So, wir haben uns das ganz in Ruhe, haben uns das angeguckt. Ja, und dann könnt ihr auch mit diesen, also dann seht ihr hier gerade, ja, also ich gucke mir noch mal an. Ich habe also einen wunderbaren Wirbel, ja, also auf diesen Finger. Und wenn es erstmal mit euren Fingern macht, ja, also dann geht es sozusagen auch sehr schön. Ja, also hier oben, das seht ihr nur leider nicht, ja, also was das für ein schöner Finger ist und so. Ja, also ihr könnt euch auch loben. Ja, also alles, was dann da so irgendwie mit drin ist. So, ja, also das wäre das eine. So, und dann gibt es Leute, die dann sagen, haha, also wenn das wirklich so ist, ja, dass man mich über meine Finger identifizieren kann, sagen wir dazu, also dass man mich über meine Finger des Verbrechens beschuldigen kann und überführen kann, also werde ich Folgendes machen. Ich nehme, das könnt ihr auch selber machen, die Oma hat es vielleicht sogar noch zu Hause, diesen sogenannten Bimpfstein. Ja, ihr könntet auch mal selber machen, ihr nehmt die Nagelfeile, ja, schön sauber, und wenn ihr dann lange genug über euren Finger gefahren seid, dann verschwinden diese Linien. Ja, wenn ihr dann sozusagen, ja, dann ist der Fingerabdruck weg. Ja, also das kann man machen. Das hat sich auch hier ein gewisser Herr John Dillinger überlegt, nur dass er gesagt hat, er hat keine Lust mit der Nagelfeile und hat sozusagen seine Fingerkuppen verätzt. Das macht ihr nicht. Ja, und er war sich also sicher, dass man ihn dann, ja, also nicht wiederfindet und auch nicht zuordnen kann. Ja, aber also das könnt ihr mal machen. Also dieser Bimpfstein von der Oma hilft super. Ja, dann habt ihr ganz glatte Kuppen und dann gibt es auch keinen Fingerabdruck mehr. Ja, das geht, wie gesagt, auch mit dieser Nagelfeile. Aber die wachsen genauso wieder nach. Ja, also nach 14 Tagen habt ihr genau den gleichen Fingerabdruck dann auch wieder. Ja, das ist damit gemeint. Also die bleiben ihr Leben lang wirklich identisch. Ja, und gleich. So. Ja, also das mit der Hand habe ich euch gezeigt. Also hier könnte man jetzt alles Mögliche dann auch ableiten. Ja, wie gesagt, nehmt einfach für diese Sachen Modelliergips. Ja, dann könnt ihr alles mit auch mitmachen. Ihr könntet auch jetzt sozusagen Zenosil, also irgendwas rein, dann habt ihr sozusagen, könnt ihr das mitnehmen als Original dann wieder. Das ist ja nur der Abdruck, ja, den man dann sich da irgendwie, warum fällst du hier runter? Wir haben gar nicht drüber gesprochen. So. Ja? So, kommen wir jetzt zu etwas, was sehr interessant ist. Ihr wollt ja nachher Mittag essen, ja, und das heißt, wir reden jetzt schön über Blut, ja, und am Ende nochmal über Maden, wenn wir bis dahin noch genügend Zeit haben. Blut ist etwas ganz Besonderes. Ja, also jeder von uns hat das. Also ihr müsst euch vorstellen, das sind 5 Liter Blut haben wir in uns. Ja, also lasst euch mal so einen Eimer geben und füllt da mal 5 Liter rein. Dann wisst ihr eigentlich, wie viel Blut, ja, wir dann in uns haben. Ja, so. Also hat auch ganz wichtige Aufgaben. Ja, aber interessant ist eigentlich, ja, also das ist hier mal so eine Blutkonserve, ja, dass sie sich entmischt. Also wir haben ganz viele so feste Teilchen da drinne und irgendwas, was flüssig ist. Ja, wenn man das lange stehen lässt,
Ja, dann ist es so. Also wenn ihr jemanden habt und ihr das sozusagen mit eurem Gewissen vereinbaren könnt, dann könnt ihr mal fragen, ob ihr so 3, 4, 5 Milliliter Schweineblut, nicht vom Menschen, habt sozusagen und das mal einfach stehen lässt, dann seht ihr auf einmal, dass es oben viel durchsichtiger ist nachher als unten. Ja, also das ist damit gemeint, ja, das ist dann einfach, das sinkt nach unten und so weiter. Das kennt ihr auch von vielen, also bei Sirup ist es manchmal auch so, dass er dann nachher nach unten sinkt, ja, und solche Sachen. Aber viel interessanter ist eigentlich der Begriff Viskosität. Ich habe euch dazu mal was vorbereitet. Ich muss hier drauf drücken, ja, und stoppen. Ja, also wieder ein bisschen nach unten. So, ja, ich habe euch jetzt mal hier etwas mitgebracht. Das darf ich euch noch nicht verraten. Achtung, Viskosität heißt, dass etwas sehr zäh fließt. Ja, also ich kriege mal den Teller hoch. Ihr könnt mal raten, sozusagen, was das ist. Ja, das ist sehr zähflüssig. Ja, und so, und Blut ist etwas dazwischen. Ja, also wenn ihr Wasser nehmen würdet, ja, dann sieht es sozusagen anders aus. Ja, also Wasser tropft ganz schnell, nicht wie das, was wir gerade gesehen haben. Ja, ihr seht es hier sozusagen, fließt auch auf diesem Teller. Ja, also ganz anders. Ja, und ihr seht es hier, das andere hat also eine ganz andere Zähigkeit. Wir nennen es einfach nur Viskosität, ja, was damit drin ist. Das ist übrigens Öl. Ja, und wenn ich jetzt wüsste, Moment, da rein, das weg. Ja, und Öl ist da irgendwie dazwischen, zwischen dem, was wir gerade gefunden haben. Ja, also wenn ihr jetzt sozusagen, dann seht ihr das, das tropft anders, dieses Öl. Ja, und das ist einfach nur der Begriff Zähigkeit. Und Blut, ja, ist also sehr, sehr zähflüssig, sagen wir dazu. Ja, hat also eine ganz interessante Eigenschaft dadurch. So. Und wenn wir uns jetzt das angucken, ja, ich mache mal erst die Experimente, damit ihr die weg habt. Ja, so, dann kann man sich Folgendes überlegen, ja, was man jetzt so macht. Ich habe jetzt hier Vampirblut. Ja, das ist also das, was ihr auch kaufen könntet. Ihr könnt euch das Blut auch selber machen. Ja, also damit es so ist, ihr nehmt Traubensaft und schüttet einfach Puderzucker rein. Und so lange, bis es aussieht wie Blut und dann fließt es auch wie Blut. Ja, also Achtung, jetzt mal von unten, von oben. Also jetzt seht ihr es mal, Achtung. Los, Tropf. Ja, das ist ein ganz normaler Blutstropfen. Ja, also von oben nach unten, den ihr seht. Wenn ich jetzt aber höher gehe, wenn ich mich jetzt dreckig mache, muss mir dann das T-Shirt waschen. Achtung. Noch höher. Na, das ist noch ein kleiner. Achtung. Und so, gut, dass ich heute eine Hose an habe, sonst mache ich das immer in Boxershorts. Achtung, jetzt müsste er. Ja, so. Ja, dann sehen wir das. Und wenn wir den letzten angucken, ja, also den großen hier, wo ist denn hier was zum Zeigen? Ja, den großen angucken, dann seht ihr, ja, ich mache mal Tropfen in Tropfen, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Das ist zu zähflüssig, das Zeug. Ja. Ja, und das heißt also, je höher wir kommen, desto mehr Spritzer gibt es logischerweise. Ja, also das kann man vielleicht auch mal sehr schön mit diesem Wasser machen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. So, Achtung, wenn wir jetzt Wasser tropfen, ja, dann seht ihr das, das ist jetzt hier außen. Ja, also ich male das mal ganz kurz an, damit wir das sehen. Hier ist er. Ja, dann seht ihr hier diese kleinen Tropfen. Ja, also hier so. Moment. Uiuiuiui. Ja. So, dann seht ihr hier, jetzt sehe ich das selber nicht mehr, habt ihr hier ganz viele kleine Tropfen nebenbei. Ja, und je höher wir kommen, desto mehr kleinere Tropfen gibt es. Das könnt ihr ausprobieren. Am schönsten ist es wirklich mit Schweineblut oder mit diesem Traubensaft. Ja, also dieses, aber dafür sieht es natürlich total cool aus, dieses Vampirblut. Ja, also, oh, ich habe mich geschnitten. Ja, also das funktioniert eigentlich sehr schön damit. Und ihr könnt es aber mit diesem Traubensaft nachher mal selber ausprobieren. Wenn ihr euch dieses Vampirblut macht, das geht eine ganze Zeit lang nicht wieder weg. Ihr seht dann ein bisschen schmuddelig aus. Ja, also immer schön auf die Klamotten achten, ja, die dann damit drin sind. Ich brauche das jetzt nochmal, weil, so, das war jetzt nur so ein Blutstropfen, ja, was wir drin haben. Und so, warum ich das jetzt so mache, werdet ihr gleich sehen. Ja, also, wenn Fati morgens nach Hause kommt, ja, und das sieht hier so aus, dann wisst ihr, was er getan hat. So. Ja. Bupp.
So, ja, das ist das eine. So, jetzt machen wir mal Folgendes, ist gleich wieder sauber. Wenn wir jetzt schräg tropfen, ja, dann verändert sich das. Ich brauche jetzt nochmal, jetzt habe ich das Taschentuch weggeworfen, Vollhorst. So, Achtung, ja, jetzt sehen die nachher anders aus. So, seht ihr das? Ja, die sind nicht mehr rund. Ich mache es mal ein kleines bisschen steiler. Ja, das geht mit diesem Kunstblut schlecht, aber ich wollte nicht die Katze vom Hof nehmen. Ja. So, das heißt, ihr seht es, die werden auf einmal so eierig. Ja, also wenn euch die beiden hier so anguckt. Ja. So, das heißt also nicht mehr rund. Und da drinne steckt jetzt sozusagen genau das, was ich hier gemacht habe. Ja, also wenn wir dieses Brett anheben, dann verändern wir einfach nur diesen Winkel. Ja, macht das mal mit Traubensaft nach. Ich hätte wahrscheinlich auch Traubensaft nehmen sollen. Ja, war aber total stolz auf mein Kunstblut. So, ja, also was sagt uns das nachher am Ende? Ja, hier schnell hinstellen. Ja, klappen wir mal wieder hoch. Ja, was können wir daraus lernen? Achtung. Ja, ich teile mit euch jetzt meinen Bildschirm. So. Und drücke hier drauf. Ja, so. Ja, also das mit dem Tropfen haben wir gesehen. Ja, also merkt euch einfach, das Ding heißt Viskosität oder Zähigkeit und daher ergeben sich ganz viele, viele Eigenschaften. Ja, also und jetzt ist nur die Frage, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, was kann ich denn wirklich aus diesen ganzen Tropfen lernen? Ja, und wenn euch das anguckt, das sind sozusagen, das ist richtiges Schweineblut. Ja, das ist sozusagen unterschiedliche Höhen. Und je höher ich tropfe, ja, desto mehr diese kleinen Spritze habe ich. Also weiß ich eigentlich, okay, ja, dieses Blut ist jetzt irgendwie von einem Messer, ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht, also von dem Messer oder von einem Gegenstand aus einem Meter, 30 Zentimeter oder was auch immer runtergetropft. Ja, und jetzt können die sich die ganzen Forensiker zusammen mit den Ermittlern, ja, also Gedanken darüber machen, ja, also wie das sozusagen der nachher abgelaufen ist. Das haben wir am Anfang gesagt, darüber reden wir ja auch eigentlich die ganze Zeit. Ja, und wollen das dann sozusagen machen. Und das sind so die Schrägen. Ja, also die, die schon in der Schule so ein bisschen diese Winkel hatten, ja, also aus Breite, also die Schwester, nee, ich weiß immer nicht, welche beiden das sind. Ja, also die größere Schwester kann es der kleineren nachher erklären. Ja, also falls sie jemals am Matheunterricht teilgenommen hat. Ja, also Breite und Länge. Ja, und daraus kriege ich den Winkel, wie das Brett stand. Ja, beziehungsweise, wenn es gerade ist, ob der Blutstropfen jetzt von so kam oder von so. Ja, also all das kann ich dann irgendwie mitlernen, ja, was da mit drin ist. So, und am Ende, ja, also sieht es dann nachher so aus, ja, dass ich dann also wirklich sagen kann, der muss da gestanden haben oder die Person muss da gestanden haben und der Gegenstand, den die in der Hand hatten, ja, war also so. Die beiden, ja, hier, Pat und Patachon, ja, die erklären sozusagen hier gerade, also was ist diese Zähigkeit, ja, wo kriege ich das hin? Und ihr könnt das alles mal mit unterschiedlichen Flüssigkeiten ausprobieren. Ihr könnt euch auch Folgendes überlegen. Wer ein Nutella-Glas hat, ja, nimmt mal sozusagen einen Löffel, ja, und macht es warm, ja, dann werdet ihr sehen, dass Nutella auf einmal fließt. Ja, wenn ihr den Kühlschrank stellt, dann ist Nutella wieder fest. Ja, und so ähnlich ist es auch beim Blut. Das heißt also, wenn man die Temperaturen dann noch mit dazu nehmen muss, ja, und dann wird man also immer besser, immer feiner und kann eigentlich dann über das eine oder andere dann auch super reden. Ja, das heißt, ihr könnt Folgendes nachher auch damit machen, also Traubensaft und Zucker. Ja, und dann könnt ihr auch gucken eigentlich, wie die unterschiedlichen Winkel sind, was ich daraus lernen kann. Und dann könnt ihr sozusagen alles zusammentragen, was damit ist. Und wir brauchen, ja, also das ist meine Hand übrigens, ja, und ihr seht es auch, also die wurde mal in Schweineblut getränkt, ja, und das ist so ein bisschen die Verbindung, ja, also zwischen dem Fingerabdruck, es ist also eine solche Fingerbeere, ja, und das ist dann nachher die Tatsache, dass die ganze Hand und dann können wir das dann nachher auch wieder vermessen und fragen, wem gehört die Hand, wem gehört dieser Finger und wie heißt derjenige. Ja, also das Teil habe ich einfach nur gemacht in so einer ganz leichten Schale mit Gips. Ja, das könntet ihr auch machen. Ihr könnt natürlich auch einfach Farbe an die Hände, ja, also machen und dann könnt ihr aufdrucken, ja, also auf weißem Papier und dann könnt ihr auch feststellen, wem gehört eigentlich diese Hand. Das gleiche geht mit dem Fuß. Ja, und wenn ihr draußen seid, könnt ihr das Gleiche nachher auch machen mit den Abdrücken von Schuhen.
Ja, so, dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, was wir heute nicht schaffen. Ja, aber ich will es einfach mal gesagt haben. Ja, also wir haben einfach in uns eine DNA. Ja, also die älter sind, kennen das vielleicht schon. Ja, und dann kriege ich hier am Ende auch so ein Muster. Und dieses Muster ist genauso individuell für eine Person, die da drin steht. Das heißt also, am Ende haben wir ganz viele Möglichkeiten, aus diesen Spuren das abzuleiten, ja, also um auf eine Person irgendwie zu kommen. Ja, also mehr Zeit, also wir liegen gut in der Zeit, was wir gemacht haben. Ja, und ein anderes Experiment ist, ja, also das ist, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, das ist Hundefutter. Nee, Katzenfutter in dieser silbernen Schale oder goldenen Schale, die könnt ihr nehmen, ja, und stellt die einfach mal vor die Tür oder auf den Balkon. Nicht so hoch aufs Dach, ja, weil da kommen sozusagen nicht so viele Fliegen hin. Ja, und was man daraus lernen kann, jetzt nicht erschrecken, wir gehen einfach mal hier irgendwie durch. Ja, und was man daraus lernen kann, ist Folgendes. Ja, also so eine Insekten suchen, ja, also für sich und ihre Familie die besten Umstände. Ja, das heißt also, sie brauchen irgendwas zu fressen und ja, die Fliege möchte eigentlich dann nachher für ihren Nachwuchs das Beste haben. Ja, da sehen wir hier diese Fliege, ja, die legt Eier, ja, und dann kommen sozusagen diese ganzen Larven, die verpuppen sich und dann geht es wieder von vorne los. Ja, und das heißt also, wenn wir das hier verstanden haben oder hätten, ja, dann wissen wir eigentlich, wie lange ein Stück Fleisch, ja, oder was auch immer nachher draußen irgendwie gelegen hat. Ja, und dann haben wir diese, wir nennen das sozusagen nachher so einen Zyklus. Ja, und in diesem Zyklus können wir sagen, wie lange ein Leichnam, eine Leiche, ja, oder ein Stück Fleisch draußen gelegen hat. Ja, könnt ihr also auch ganz leicht selber machen. Ja, und euch die Frage stellen, wie weit war das sozusagen denn zu sehen? Ja, also was da dann irgendwie mit drinne war. So, ich würde euch jetzt gerne die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wenn ihr Fragen habt. Ich würde dann die Lautsprecher mal für einige Sekunden, nee, die müsst ihr selber machen. Ich habe es so eingestellt, wenn ihr jetzt auf euer Mikro drückt, dann könnt ihr Fragen stellen und dann liegen wir also super, super in der Zeit. Wir waren also schneller als gedacht. Das ging alles viel, viel leichter. Bitte ja. Die Preisträger noch. Ja, kommt noch. Gut. Ich habe auch die Zeit voll unter Kontrolle, Herr Kollege. Ach so, ist leer hier. Aber hier steht die Zeit. Ne? Und so, habt ihr Fragen? Nee, gibt es Baumabdrücke? Jetzt brauche ich einen Übersetzer. So, macht Spaß? Ja. So, habt ihr Fragen? Ja, ich habe eine. Ja, denn jetzt ich... Also was ist, wenn zwei Leute die gleiche Schuhgröße haben, aber keines von denen war? Dann gilt diese Spur nachher vor Gericht nicht. Aber was man, wenn man genau hinguckt, wir nennen das Individualisieren. Ich nehme jetzt wieder diesen Schuh, den ich mir geborgt habe. Jeder von euch, also du kannst jetzt, nimm mal die Schuhe deiner Schwester, deiner Mutter, deines Vaters. Ja, und auch wenn ihr die gleiche Schuhgröße alle hättet, wartet mal, achso, hier, ich bin ja noch zu sehen, gleiche hättet, guck mal sozusagen den Hacken, ja, den Ballen an und so weiter. Wenn die Schuhe getragen sind, dann bildet sich so ein individuelles Muster wieder mit heraus. Dann kann ich die vielleicht unterscheiden. Wenn nicht, dann kann ich die Spur einfach nicht verwerten. Ja, also das ist so der Nachteil. Ja, aber wenn ihr hier auf den Kanten guckt, auf den Hacken meine ich, ja, also Moment, jetzt machen wir das so vielleicht. Ja, dann seht ihr, dass die auf der Kante hier, nee, Moment, so rum, hier ist sie sozusagen mehr abgelaufen, ja, als auf dieser Seite. Wenn das hilft, dann hilft es, dann kann man das individualisieren. Wenn es nicht hilft, dann habe ich das große Problem, dass ich diesen Schuh einfach nicht verwerten kann. Ja, also was damit drin ist. Ja, also auf der anderen Seite muss natürlich dieser Schuh auch irgendwo gefunden werden. Ja, wir müssen ja immer miteinander vergleichen. Und wenn der Schuh bei dem einen in der Wohnung ist und bei dem anderen nicht, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen klarer, wer der weniger mit dieser Schuhgröße denn auch war. Frage beantwortet, dann die nächste.
Gibt es auch Armabdrücke? Arm? Ohren. Ja. Ohren oder Arm? Arm. Arm, klar, gibt es auch Armabdrücke. Ja, aber die Frage ist, da haben wir also A, viele Härchen dran. Ja, aber daraus kannst du ablesen, wie groß der Mensch zum Beispiel war. Ja, also die Anthropologen wissen eigentlich, wenn der Mensch schon so groß ist, dann hätte er normalerweise diese Armlänge. Also da kriegt man auch ein bisschen was raus. Und ihr müsst euch auch vorstellen, das ist nicht immer nur eine Spur, ja, sondern ganz viele Spuren sagen am Ende, das war der mögliche oder das ist der Tatverdächtige. Und dann entscheidet der Richter, ob es war oder nicht. Okay, danke. Ella, eine Frage? Haben auch Zwillinge das gleiche Blut? Zwillinge haben auch das gleiche Blut. Zwillinge haben auch die gleiche DNA. Fast die gleiche DNA. Ja. Und so. Aber trotzdem, wenn du habt ihr Zwillinge vielleicht in der Klasse? Dann ja, aber die eine, die ist jetzt in eine andere Klasse gegangen. Oh. Dann war die vielleicht klüger als die eine. Oh, nein, habe ich nicht gesagt und so. Nicht, dass du mich nachher noch verpetzt und so. Aber wenn das eineiige Zwillinge sind, ja, also die auch wirklich gleich aussehen, und wenn du lange genug hinguckst, dann sieht man ganz leichte Unterschiede. Ja, also ich die bin Eltern. Zwilling, ne, mit meinem Bruder. Ja, dann guckt euch an. Aus einem Ei, frag mal deine Eltern, wie sie das gemacht haben. Ja, aus einem Ei. Ja. So, dann fragst du nachher beim Mittag mal so, wie habt ihr das gemacht? Das war ein Wunder. Ein Wunder, ja, ja. Lasst euch da mit dem Begriff Wunder nicht abspeisen, sondern lasst euch das ganz genau erklären. Mama so. Wollte ein Kind, obwohl sie zwei bekommen hat. Ja, ja, also zwei zum Preis von einem und am Ende wird es doch teurer. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Und so. Aber vergleicht euch mal, wenn ihr wirklich eineiige Zwillinge seid und fragt euch immer, also einige können euch unterscheiden und einige nicht. In der Schule könnt ihr das ausnutzen, ja, wenn ihr einen neuen Lehrer habt. Dann, nur der Mama oder der Oma können uns von hinten unterscheiden. Nicht schlecht. Anderen alle nicht, ne? So, genau. Nicht mal der Kindergarten hat es geschafft. Ja, das liegt aber daran, weil ihr wahrscheinlich auch sehr viel Zeit miteinander verbringt. Ja. So, aber in der Schule könnt ihr das mal probieren, sozusagen. Also kann der Lehrer euch unterscheiden oder nicht. Ja, und da kann man also, wir hatten auch Zwillinge in der Klasse, da kann man so viel Unsinn machen. Und man kann auch als Mitschüler, die dann nachher falsch anreden und so, oh, da bringt man den Lehrer durcheinander. Aber das habe ich nie gesagt, nicht, dass er mich verpetzt. Weitere Fragen? Wie lange dauert das Forensikstudium? Der, das ist ein ganz normaler, ich weiß nicht, ob ihr die Begriffe kennt, Bachelor, also 3 Jahre ist das Grund. Okay. Ne? 3 Jahre und so. 3 Jahre, genau. Dazu brauchst du ein Abitur. No? Ist der Abitur, hast du dann? So, und dann kannst du anfangen zu studieren. Genau. Okay. Bitte. Also, das ist jetzt, nee, ist es, wer bist du jetzt von beiden? Milene, also Milene, wir sehen uns dann 26 oder so. Dann kannst du anfangen zu studieren. Und so. Okay, nächste Frage. Kann man von den Haaren eine DNA nehmen? Nur wenn die Wurzel dran ist. Nicht abschneiden, sondern rausziehen. Und so, wenn die Wurzel, habe ich nicht gesagt. Wenn die Wurzel dran ist, kriegst du aus dem Haar sozusagen auch die DNA. Genau. Ja, also das Haar an sich hat keine DNA da drin. Ja, auch wenn sie schön sind, aber nur da drin ist nichts. Ja. Nächste Frage. Im Chat ist noch eine Frage, Dirk. Ja. Kann ich das lesen? Kann man aus der Tiefe? Ja, kann man. Wenn du, also geh in die Sandkiste. Wer waren das eigentlich? Johannes und Julius, geht in die Sandkiste. Ja, also schubst die kleinen Kinder da mal raus und sagt, also wir möchten hier ein Experiment machen. Und tretet einfach ganz normal sozusagen einen Schritt nach vorne. So. Und dann nimmt einer von euch den anderen auf Huckepack. Und dann geht ihr nochmal einen Schritt nach vorne. Da werdet ihr sehen sozusagen, dass ihr viel tiefer eindringt. Ja, und wenn man weiß eigentlich, was das für Sand ist und wenn man genügend Experimente und Wissen darüber hat, dann kann man sagen, also entweder eine normale Person oder hatte noch einen schweren Gegenstand oder so etwas. Also das funktioniert. Ja. Es gibt auch Ohrabdrücke. Ja, also jetzt kommt wieder der Trick. Ich glaube, Christine und Hanna wissen das. Ich habe Spockohren, das kennt ihr vielleicht nicht mehr, hier oben mit diesem Knubbel. Das gibt es, und wenn ihr euch so ein Ohr vorstellt,
Ja, dann kann man das vermessen. Und jeder von uns hat eine individuelle Länge, eine individuelle Breite. Und wenn ihr reinfasst, ja, dann gibt es sozusagen das, was die Muschel bildet. Ja, das ist auch sehr individuell. Ne? Ich kann nicht so dicht dran, weil ich habe die heute noch nicht gewaschen. Und so. Ja? Und so. Ja, gibt es. Also all das kann man machen. Die Frage ist immer nur, was finde ich an so einem Tatort und was kann ich damit machen? Weitere Fragen? Kennen Sie den Autor Simon Beckett? Ja. Die Reihe Dr. Hunter? Ja, aber ich glaube, ich habe die nie gelesen. Aber wenn du die gelesen hast, hast du eine Frage dazu? Nein, aber mich hätte es interessiert, weil da schreibt ja auch die ganze mit den Stadien von der Verwesung. Mein Bruder ist da. Ja, also das mit denen, also redet mit denen Verantwortlichen. Wir können gerne mal Entomologie machen. Neben mir. Ja, jetzt ist aber Ruhe hier, wenn er neben dir sitzt. So, und ich habe noch eine Frage. Gleich, erst machen wir die Insekten und so. Die Frage ist, also wenn es draußen kalt ist, dann seht ihr keine Bienen fliegen. Ja, und die haben sozusagen so einen Temperaturregler in sich. Und wenn es unter 12 Grad ist, fliegen die draußen nicht mehr. Dann bleiben die einfach in ihrem Bienenunterkunftshaus. Bienennest. Dann, wie heißt das? Bienennest? Nee, auch nicht. Wie heißt das? Bienennest. Ja, so. Und die Frage ist immer, du musst ganz genau die Temperatur wissen, was draußen war. Und dann weißt du eigentlich auch, wie sich diese kleinen Insekten entwickelt haben. Und dann hat man so eine Zeit eigentlich. Ja, also die nächste große Frage, die man immer hat in der Forensik, ist die Zeit. Also wer hat wann was gemacht und so. Ich blute überall. So. Noch eine Frage? Ja, wie kann man den Fingerabdruck herausfinden, wenn der Täter Handschuhe getragen hat? Ja, dann geht es nicht. Aber es gibt auch sozusagen Handschuhvergleich. Wir hatten mal einen Fall, da haben wir uns mit die man beim Abwaschen, beim Saubermachen und sowas trägt, auseinandergesetzt. Und wenn du einen Gummihandschuh anziehst, also die Haushaltshandschuhe, die haben ja manchmal so eine Muster, damit man das besser greifen kann. Und wenn du einen zu kleinen anziehst, ja, dann dehnt sich das Muster, dann ist es ein anderes. Oder wenn du einen zu großen anziehst, dann siehst du es auch. Und wenn du deine Winterhandschuhe oder die deiner Oma nimmer, die teuren Lederhandschuhe, genau anguckst, ja, und davon einen Abdruck machen würdest, dann würdest du das Leder als sehr individuell auch erkennen. Ja, also das geht genauso dann damit. Ist nur alles viel, viel schwieriger, weil desto weniger du weißt, desto schwerer ist es wirklich, den Täter irgendwie zu überführen. Dann war noch eine Frage im Chat durch Yannick. Gibt es Mundabdrücke? Ja, gibt es auch. Also ihr könnt mal, das solltet ihr jetzt noch nicht machen, aber sozusagen, ihr könnt mal so ein Blatt Papier beküssen. Ja, also die Schwester, den Bruder, die Mutti und den Vati bitten, dann werdet ihr sehen, dass wir alle unterschiedliche Münder haben. Und auch, ihr seht das schon auf Bildern, ja, der eine hat eine größere Oberlippe und alles mit dazu. Ja, also das gibt es auch, aber das ist natürlich ganz selten, weil also der Tatverdächtige sozusagen, der küsst ja den Tisch nicht oder die Scheibe. Also von daher, aber das gibt es, also alle Merkmale, die wir haben, die uns helfen zu sagen, das bist du, die sind sozusagen relevant und die werden dann analysiert. Ja? Und so. Dann sind wir jetzt durch mit den Fragen. Achtung, ich schalte jetzt nochmal um. Vorm Essen könnt ihr nochmal kleine Maden angucken. Nein. Und so, dann spart die Mutti sozusagen Geld, weil ihr könnt das morgen nochmal essen. So. Dann wurde ich gebeten, bitte mach mal, jetzt so, gebeten, mich um euer Rätsel zu kümmern. Ja, also es sind, wo ist denn die erste Frage? Die Folie fehlt jetzt. Ich weiß nicht, wo die hingekommen ist. Das war die erste Frage. Nee, die erste, da stand doch drauf, es waren 30 richtige Einsendungen. Ach so. Die ist weg. Die hat wahrscheinlich irgendjemand mitgenommen. Ich werde danach suchen. Also, das war das Rätsel. Die erste Frage, also 30 richtige Einsendungen gab es. Die erste Frage war, wie lautet der Notruf der Polizei? Natürlich 007. Nein, 110. Ja, das war die erste Frage. Die zweite Frage, mit welchem Verfahren untersucht man Fingerabdrücke, was wir heute gemacht haben? Ja, das ist die Hydrologie.
Nein, die Daktyloskopie. Und die dritte Frage war, das tut mir in der Seele weh. An dem Prozess waren wir beteiligt, aber das wollen wir jetzt nicht drüber reden. In Berlin wurde eine 100-Kilo-Münze aus reinem Gold, ja, die gibt es ganz selten, gestohlen. Wenn man die einschmilzt, dann würde man einen Würfel gießen. Wie groß wäre dann die Kantenlänge dieses Würfels? Dann wären das 17,3 Zentimeter. Ja, und alle, es gab also 30 Einsendungen, die alles richtig hatten. Ja, ach so, jetzt kommt das erst. Und jetzt wurde, ja, also durch Herrn Oertel, ja, wurde sozusagen das ausgelost. Und Achtung, und die Preise gehen euch dann nachher auch zu. Es bekommt einen Preis. Der Erik Sauwein aus Muldenhammer, Markus Schwan aus Reichenbach und Florian Wunderlich aus Netschkau. Ja, kriegt ihr alles per Post und wir können jetzt nur noch sagen, herzlichen Glückwunsch und Happy Birthday singen. Nein, Happy Birthday nicht, sondern nur herzlichen Glückwunsch. So, dann sind wir jetzt, die Stunde ist jetzt ein bisschen um. Wir haben nicht viel überzogen, nur 6 Minuten. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und ihr sollt euch mit dem Albert Einstein Junior auseinandersetzen, was ihr so für Themen noch gerne in der Kinderuni Vogtland habt. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank und Respekt für die Organisatoren. Ja, danke. Genau, ich muss hier mein Arbeitszimmer jetzt aufräumen. Ja, kommt da keiner zum Helfen von euch. So, das war's. Ich bin fertig. Der Akku ist leer. Schluss, aus, Ende. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. 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 Stopp, stopp, stopp. Was an der Stelle auch mal kommt. So, Ella, ist Schluss. Tschüss. 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 Müsst ihr nur auf klicken. Tschüss. 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 Super gelaufen. Vielen Dank, Herr Professor. Absolut. Bitte, gerne, immer wieder. Ja. Es war ganz schön, ist immer ganz schön anstrengend, weil ich musste hier ganz schön improvisieren mit allem. Aber hat ja alles aber, irgendwie geklappt. Ja, aber so richtig schön für die Zielgruppe. Das war richtig super. Ganz klasse. Frage so, noch, jetzt. Wer ist Ihr Assistent im Hintergrund? Er? Ja. Er. Das ist Dr. Sheldon Cooper. Also die Eltern wissen das irgendwie, das ist aus der Big Bang Theory. Das ist eines der verschrobensten theoretischen Physiker, die es im Fernsehen gibt. Und so. Also meine Studenten freuen sich immer, wenn wir live sozusagen senden und Herr Cooper und ich in ein Zwiegespräch geraten, wie man die Welt erklären kann. Und so. Das ist ein Geschenk meiner Tochter, die hat es bloß lebensgroß als Pappe besorgt. Super. Also. Aufzeichnung. Jetzt halte ich das beenden.